Heute haben wir im Europäischen Parlament sozusagen den ersten Schritt unternommen, den baltisch-adriatischen Korridor durchs Parlament zu bringen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Kommissionsvorschlag auch im Europäischen Parlament beschlossen wird. Das ist ganz wichtig. Wir sind Gesetzgeber. Und es wird dann so sein, dass, wenn das durchgeht, erstmals diese wichtige Nord-Süd-Verbindung durch Österreich durchführt und Österreich, vor allem Ostösterreich, Südösterreich, an den großen oberitalienischen Wirtschaftsraum anschließt, an die italienischen Häfen anschließt und dann weiter auch an die Achse Rotterdam-Genua, die natürlich unglaublich wichtig für ganz Europa ist. Das heißt, wir bemühen uns heute, einen guten Auftakt zu haben und wir bemühen uns, für Österreich gemeinsam gute Verkehrsverbindungen durchzusetzen im Europäischen Parlament.